In der letzten Woche haben sich viele Medienschaffende mit Spekulationen über den Anschlag auf die beiden Nord Stream Pipelines in der Ostsee beschäftigt. Willkommen zu dieser Durchsicht, in der nun auch ein Blick auf diesen Gewaltakt geworfen wird, von dem man noch bemerkenswert wenig weiß. Es ist eine Katastrophe für die Umwelt und Zeit der Spekulationen über den Urheber. Danke USA, schrieb ein ehemaliger polnischer Außenminister in einem mittlerweile gelöschten Tweet. Das russische Staatsfernsehen unkt. Kommerziell ist die Ukraine eindeutig der Gewinner, denn nun nimmt die Bedeutung ihrer Pipeline für Europa stark zu. Und Putins Sprecher sagt einen Satz, den so auch der Westen formuliert. So eine Terrortat ist schwer vorstellbar ohne die Verwicklung eines Staates. Professor Gunnar Heinsohn ist bekanntlich Wirtschaftswissenschaftler, Soziologe und Historiker, der unter anderem Kriegsdemographie an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und am NATO Defense College lehrte. Er lebt heute in Danzig, also quasi in der Nähe des Tatorts, und blickt zunächst auf die Tage nach den Explosionen an den Pipelines am 26. September zurück. Dann kommt der 28. September. Und da passiert etwas sehr Interessantes. Deutsche Unternehmen sagen, das kommt zuerst, glaube ich, im Tagesspiegel, dass Wassereinbruch in die Rohre zum Rosten und Verrotten bringen kann. Und am selben Tag meldet sich aus Zug in der Schweiz die Nord Stream AG, die gehört zu 51,5% Gazprom, und sagt aus der Schweiz, oh, die Rohre kann man reparieren. Eine aufregende Mitteilung, wie die das in der Schweiz wissen können, denn die haben da bisher nicht untersuchen können, was da passiert ist. Und das Signal, das sie aussenden, ist auf jeden Fall eins nach Deutschland, zu sagen, nach Deutschland, um Himmels Willen, Nord Stream ist nicht tot, ja, das wollen wir euch hier schon mal mitteilen. Und es ist aber auch ein Signal, glaube ich, nach Moskau. Jetzt springen wir zwei Tage weiter auf den 30. September. Und da kommt ja eine Anklage von Putin persönlich. Und bevor wir auf die eingehen, nehmen wir eine jetzt sehr populäre These von Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs war ein ökonomisches Wunderkind und bekam deshalb in Polen eine wichtige Rolle bei der Transformation aus dem Kommunismus heraus. Und das ging furchtbar in die Hose und er wurde dann alsbald entlassen. Dieser Jeffrey Sachs also sagt, das waren die Amerikaner mit ihren Hubschraubern aus Danzig. Why do you feel Absolutely. That that was a US action? What evidence do you have of that? Well, first of all, there's direct radar evidence that US helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk were circling over this area. So, jetzt haben wir also eine klare Beschuldigung, nicht nur, dass es die Amerikaner waren, von einem Amerikaner, sondern auch vorher, die zugeschlagen haben, nämlich mit ihren Hubschraubern aus Danzig. Jetzt gehen wir zurück, wie ich schon sagte, auf den 30. Putin in Moskau. Er klagt an, nicht Washington, nicht London. Er sagt, die Angelsachsen und der Westen, die sind schuld. Keinerlei Beweise. Und interessanterweise, er schweigt völlig über die Amerikaner in Polen. Die Amerikaner haben 10.000 Mann in Polen, einschließlich ihrer Hubschrauber in Danzig, von Putin kein Sterbenswörtchen über diese Amerikaner, die gleich gegenüber von Bornholm sitzen. Das wäre das Naheliegende gewesen. Und wir können sicher sein, dass Danzig, auch die Amerikaner in Danzig, aus Königsberg, was russisch ist, ausgehorcht wird. Und wir können auch sicher sein, dass er hier in Danzig ein paar tüchtige Spione hat. Also der, der am ersten den Finger hätte zeigen können auf die Amerikaner mit ihren Truppen in Danzig, tut das nicht. Doch auch wenn Putin selbst keine so konkrete Anklage erhebt und eine Schweizer Gazprom-Tochter Nord Stream 2 schon zwei Tage nach dem Anschlag für gut reparabel erklärt, es bleiben Fragen, die einen populären Verdacht nähren. Jeffrey Sachs, der hat also eine Information, dass amerikanische Hubschrauber aus Danzig unterwegs sind und das sind die sicher. Und ich glaube auch gleich nach dem Leck sind die sicher darüber geflogen. Die waren natürlich, wenn sie es
wenn die Amerikaner es nicht selber waren, waren die furchtbar blamiert. Ja? Die haben sicher eins draufgekriegt aus dem Pentagon in Washington. Was ist da los? Warum wisst ihr nicht Bescheid? Die haben wahrscheinlich, also wenn sie es nicht selber waren, ich müssen hier bleiben im spekulativen Ton, im Konjunktiv, dann sind die Amerikaner hiermit blamiert. Und die Schweden und die Dänen auch, ebenfalls mit blamiert. Und ob jetzt wirklich eine Blamage vorliegt oder eben, könnte das ja auch genau umdrehen, sagen, Mensch, das blamiert euch doch, dass ihr das nicht wisst. Da wart ihr es etwa selber? Die Frage ist ja berechtigt, die ist ja verständlich, nicht? Heinsohns Vermutungen aus der Danziger Perspektive gehen allerdings in eine andere Richtung. Für ihn ist vor allem der Zeitpunkt für diese Anschläge bemerkenswert. Dann kommt der 27. September. Das ist der allerwichtigste Tag, über den wird fast nicht gesprochen. Der 27. September sollte ein Tag des polnischen Sieges werden. Was sollte das für ein Sieg sein? Polen war vor kurzem zu 45% auf russisches Gas angewiesen. Deutschland nur 40. Und Polen ging dann runter und hatte am 27. September die Eröffnungsfeier für eine neue Gasleitung aus Dänemark, die norwegisches Gas unter der Ostsee, wie die Nord Stream-Leitung, unter der Ostsee nach Polen bringt. Besonders brisant, gestern wurde die neue Gaspipeline Baltic Pipe von Norwegen nach Polen eröffnet. Ein Teilstück verläuft über Dänemark. Die Explosionen, also ein möglicher Warnschuss an die Vertragspartner? Das ist jetzt erstmal nur eine Indizienkette. Die Deutung, die man jetzt machen kann, die ist auf jeden Fall, also auch meine, auf jeden Fall strittig. Man könnte also vermuten, dass die Explosion am 26. September die polnische Siegesfeier am 27. September torpedieren sollte und den Polen signalisiert wurde, freut euch nicht zu früh über eure norwegische Pipeline. Pipelines kann man ganz einfach ausschalten. Um die Bedeutung eines solchen Signals speziell für Polen zu verstehen, muss man einen Blick in die Entstehungsgeschichte der Nord Stream Pipelines werfen. Was war das für ein Sieg, den Polen gefeiert hat? Der ist sehr wichtig. Der endete nach einem Kampf von 22 Jahren. Der Kampf beginnt im Jahr 2000. Putin ist ein Jahr Ministerpräsident von Russland, jetzt auch Präsident von Russland und entmachtet den Chef von Gazprom. Der hatte den schönen Namen REM, Revolution Engels Marx, die drei Buchstaben hatte der als Vornamen REM, Biachirev. Der erniedrigt sich öffentlich und sagt, solange er lebt, wird Gazprom niemals, auch also schon durch Polen, erst recht nicht mehr, aber auch niemals mehr eine Gasleitung durch die Ukraine bauen. Die Selbsterniedrigung nützt ihm nichts. Er muss im Jahr drauf, 2001, zurücktreten. Und Chef wird jetzt Alexei Miller, ein sehr tüchtiger Mann, aber mit Verbindung zur russischen Mafia und deshalb völlig in Putins Hand. Встречайте, председатель правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Борисович Миллер. Und dieser Alexei Miller hat sich als treuer Gefolgsmann Putins bis heute an der Gazprom-Spitze gehalten. Im Jahr 2000 entscheidet Putin etwas, was in Deutschland nie richtig verstanden wurde. Was war in Deutschland und Russland passiert unter Jelzin und Kohl? Man hatte die Jamal-Pipeline aus Sibirien durch Weißrussland und Polen nach Deutschland gebaut. Und alle waren glücklich. Reines privates Business, Ruhrgas auf der deutschen, Wintershall auf der deutschen, Gazprom, damals privates Unternehmen auf der russischen Seite. Und die waren alle so begeistert, die wurde 1999 fertig, die Gazprom, die Jamal-Pipeline. Alle waren so begeistert, dass die Deutschen sagten, wir wollen noch eine Pipeline durch Polen. Und auch noch eine durch die Ukraine, auch für die Versorgung von Österreich. Warum wollten sie das? Die Pipelines lagen ja schon da, alle ökologischen Gutachten lagen doch vor, die Trassen waren da, man musste nur eine Leitung daneben legen und
und dann noch eine und konnte die Kapazitäten verdoppeln und verdreifachen. Und da greift Putin eben 2000 ein und sagt, nein, ich will Polen schwächen. Polen verdient jetzt Geld durch den Transport dieses Jamalgases durch Polen. Und das will ich abschneiden. Ich will Russland völlig unabhängig handeln lassen von Polen. Wenn ich einmal Polen unter Druck setze, soll Polen nicht damit antworten dürfen, dass sie sagen, wir stellen eure Gasleitung ab. Aber er kann das nicht alleine. Es muss im Westen einer mitmachen. Und er findet einen Mann, der mitmacht. Der heißt Gerhard Schröder und ist seit 98 Bundeskanzler. Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit strömt russisches Erdgas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream direkt nach Deutschland. Für Russlands Ministerpräsident Wladimir Putin endet damit das Diktat der Transitländer, wie er sagte. Nord Stream ist auch ein Projekt von Gerhard Schröder. Mit Putin brachte er 2005 das Jahrhundertvorhaben auf den Weg. Er als deutscher Bundeskanzler, Putin als Kremlchef. Wochen später fing er beim mehrheitlich staatlichen russischen Energieriesen Gazprom an, was ihm den Spitznamen Gasgerd eintrug. Wir wissen bis heute nicht, wie Schröder von Putin gewonnen wurde. Ob nur durch Geld, also Erwartung hoher Gehälter, wenn er mal nicht mehr Bundeskanzler ist, oder ob es auch noch um etwas anderes ging. Schröder macht mit und wir haben ein deutsch-russisches Abkommen gegen Polen. Man muss sich vorstellen, Deutschland und Polen sind seit 1999 Bündnispartner in der NATO. Und die Polen erleben, dass der eine Bündnispartner gegen den Urfeind ein Bündnis gegen Polen schmiedet. Es kommen in Polen Vergleiche auf Ribbentrop-Molotow-Pakt unter Stalin zur Aufteilung Polens. In Deutschland reagiert man empört, die Polen sind hysterisch, die Polen sind verrückt. Und das Interessante ist, Merkel zieht hinterher auch mit bis 2018. 2018 macht sie ein Geständnis im Bundestag, dass diese Pipeline nicht ein Privatgeschäft ist, sondern politisch ist. Und politisch ist der Code eine Maßnahme gegen Polen. Doch auch wenn Angela Merkel 2018 ihre Sicht auf Nord Stream 2 verändert haben sollte, so hat sie sich doch weiterhin zu dem Projekt bekannt. Wie beispielsweise hier im Januar 2020. Beim Arbeitstreffen der Bundeskanzlerin mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau standen auch bilaterale Themen auf der Tagesordnung. Darunter die Zukunft der umstrittenen Ostseegaspipeline Nord Stream 2. Kanzlerin Merkel stellte sich erneut klar hinter das Projekt. Ich glaube, dass dieses Projekt auch durch die neue europäische Rechtsetzung legitimiert ist und dass wir es deshalb zu Ende bringen sollten. Und ich darf hier denen sagen, die sagen, wir kommen in eine einseitige Abhängigkeit, dass Deutschland und auch die anderen europäischen Länder, die von Nord Stream profitieren. Es gibt ja im Übrigen heute schon Nord Stream 1, das ist jetzt keine ganz große Neuheit mit Nord Stream 2, dass die alle auch ein Interesse an einer Diversifizierung ihrer Gaslieferungen haben. Ja, das war ja nun, wie wir jetzt sehen, eine ganz tolle Idee, mit mehr russischem Gas die Diversifizierung der Energieversorgung voranbringen zu wollen. Doch zurück zur aktuellen Pipeline-Affäre. Viele, die ja nicht glauben wollen, dass Russland an den eigenen Pipelines gezündelt hätte, stellen ja die Frage, wem nützt es, und haben sofort wieder die flüssiggasexportierenden Amerikaner im Verdacht. Die Frage ist wichtig und die Frage führt ja auch dazu, dass man sagt, also es muss im Westen, in Amerika passiert sein. Dann hat Biden schon mal persönlich gesagt, die Pipeline muss weg. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Trump hat das gesagt, Trump hat den Deutschen gesagt, wie kann ich euer Land mit unseren teuren Dollarmilliarden für die amerikanische Militärmaschine verteidigen, wenn ihr euch erpressbar und abhängig macht von Russland durch das Gas. Also die amerikanische Gegnerschaft ist völlig unstrittig gegen die Pipeline. Gegen Trump hatte die deutsche Politik die Pipeline ja immer verteidigt. Doch seit Kriegsbeginn ist das Projekt tot und es wird eifrig Flüssiggas bestellt. War eine Sprengung da noch nötig?
Derweil kommen neue Informationen, mit denen ganz anders spekuliert werden kann. Kurz nachdem wir dieses Gespräch mit Gunnar Heinsohn aufgezeichnet hatten, verbreitete sich die Meldung, wonach Gazprom bestätigt hätte, dass die entscheidende Nord Stream 2-Leitung bei den Angriffen nicht nennenswert beschädigt worden sei und quasi in Betrieb genommen werden könnte. Was für ein bemerkenswerter Zufall. Hat da jemand ganz rücksichtsvoll gesprengt?